kommen! Ich will zukünftig eine Wache an meinem Gemächern. Ja, ihr etwas? Nein. Obwohl, ich hab's gar nicht nur geguckt. Schon so, hab ich ihn gerade etwas holen. Nee, alles do. Was machen Sie denn da oben? Ja, dann sehen Sie sich vielleicht, wo die Kamera ist. Und die Aussicht genießen. In meinem Zimmer wurde eine Nachricht hinterlassen. Es gibt keine Kamera. Was für eine Nachricht? Das war ein kleiner Messbecher gerade. Ich habe noch gefühlt 500 Liter hier stehen. Habt ihr die Kamera schon gefunden? Okay, nächste Runde. Lappen wieder übers Gesicht. Sie wissen ja, wie es geht. Gluck, 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 gluck. Mein Dort. Ich habe die Kamera gefunden. Okay. Meister, die Kamera gefunden. Haben Sie auch die Aufzeichnung? Ist der Film noch in der Kamera? Ist noch alles intakt? Hier, bitte. Der Lappen ist weg. Sie können wieder Luft holen. Erstmal. Aber gewöhnen Sie sich nicht dran. Lord, mir scheint, als ob er sehr zäh ist. Die Beweislast ist gefunden. Sie können aufhören so zu spielen, als wüssten Sie nichts. Was? Was? Sehen Sie sich das doch mal an. Was Sie liegt. Oh, immer sind die Kleinen da schuld, das kriegt der Betriebsrat irgendwann. Das war doch der Saboteur, der hat schon immer auf mich abgesehen gehabt. Für wen arbeiten Sie? Für Sie, verdammt. Die Beweislast ist gegen Sie. Ja, was haben Sie denn für Beweise? Was? Sie haben eine Kamera gefunden. Wo haben Sie die denn überhaupt gefunden? Nehmen wir da, wo Sie sie versteckt haben. Ich habe aber niemals die Kamera gesehen. Das... Sie auch, dass Sie die Leber nicht treffen. Ist Captain Fassmann auch hier? Nein, Sie sind wahnsinnig von mir. Ja, der ist doch, Captain Fassmann. Ist doch hier der einzige Verräter. Jawohl, mein Lord. Sagen Sie ihm, wo die Kamera gefunden wurde. Im Lager. In einer Kiste. Einer gleichen Kiste, die auch bei ihren Mechdruiden gebaut wurde. Aber die hat nicht der Architekt gestellt. Das. Da will mir jemand was anhängen, das kann doch nicht sein. Und wir dürfen nicht vergessen, das Schild. Es ist so niedrig, niemand kann in dieser Höhe schreiben. Das ist diskriminierend! Das ist ziemlich diskriminierend. Arbeiten Sie für die Rebellion? Nein! Ich gehe nochmal zurück. Moment, die Rebellion ist hier? Sehen Sie einen Rebellen? Was ist die Rebellion auf diesem Planeten? Gehören Sie zur roten Rüstung? Können wir jetzt endlich essen? Ich gehöre zu Ihnen? Was? Sie kriegen gleich Ihre Leber.
Halten Sie den Verrückten von mir fern! Nein, Schüler. Wir machen Platz für den Saboteur. Er wird nicht reden. Ihn einfach zu töten wäre Verschwendung für den Saboteur. Was? Das können Sie doch nicht machen! Saboteur. Gut, ich muss hier nur runterklettern. Haben Sie gegen Vergnügen. Sie können zu Tisch. Falls er doch noch reden sollte, müssten Sie sich kurz zurückhalten. Jawohl. Bleiben Sie zurück. Nein! Der kommt hier nicht nochmal. Der ist doch wahnsinnig. Der hängt mir das doch an. Sturmtruppler des jüngeren Gemütes sollten sich jetzt entfernen. Ah! Hi. Nimm das Kebabmesser weg. Du bist aber. Ich hab keine Lust auf Döner. Nimm das Messer weg. Komm her. Mein Schüler, bist du gewappnet dafür? Fang mal mit dem Arm an. Wurfelmeister. Für dieses blutige Spektakel. Und den nächsten Arm. Man könnte diese Arme wieder annähen. Wir müssten nur reden. Die Finger bekommen sie aber nicht wieder, die sind jetzt verdaut. Nehmen Sie den Verrückten hier weg. Dann fangen wir mit dem Zeh an. Aha! Warum? Warum was? Zehen, schneiden Sie das ganze Bein ab. Das wäre doch langweilig, da könnte er nicht mehr rumlaufen. Ich mag es, mein Essen zu jagen. So verblutet er aber unnötig. Er scheint schon bewusstlos zu sein. Er hat nicht mehr geredet. Mein Schüler, was wurde alles fotografiert? Ich werde dies untersuchen. Ich weiß es noch nicht. Drückler, kommen Sie mit. Ich sehe lauter Stücke durchs Zelle fliegen. Vor seiner Zelle gehen und dort aufpassen. Das Knie. Wiederholen bitte. Würden Sie vor seiner Zelle gehen und dort aufpassen, dass er nicht rauskommt, sobald die Tür geöffnet wird? Natürlich. Das andere Knie. Er kann nicht mehr rauskommen. Ich werde Androiden. Mein Bein! Ihre Knie sind bereits abgeschnitten, sie können nicht mehr laufen. Verstanden. Lass mal weiter mit Not erscheinen können. Sie können Wonders Wachposten beziehen. Wollen Sie doch noch reden? Wir werden es niemals für diesen Planeten schaffen. Niemals! Waren das Ihre letzten Worte? Untersuche die Kamera, Shadow. Dann Zopf abschneiden. Was wollen Sie denn mit den Haaren? Ist selten. Ich meine, wann haben Sie mal ins Deutsche Zopf gesehen? Kann ich fortfahren? Gut. Ich wollte jetzt die Leber entfernen. Ich bin weg. Ja. Es war eventuell nicht so schlau. Nur, dass man es nicht planetisch hat. Noch weitere Informationen. Und war auch feindlich. Er wollte nicht reden. Captain Phasma? Das sollte man erst verhungern lassen und dann wieder füttern. Ich habe die Kamera analysiert. Was für Bilder sind da? Wir werden eine Sitzung abhalten. Ja, wenn ich mal laut. Sagen Sie Konferenz. Bitte in dieser Sitzung. Stand. Komm mit Shadow.
eine Falle! Holen Sie ihn hier raus. Ich habe etwas, eventuell geht es ihm dann noch besser. Hinterhalt. Wie Hinterhalt? In dem Konferenzraum war eine Gasbombe, wo der Lord betäubt wurde. Dieser Rebell. Mein Lord. Eine Falle. Eine Falle? Wo war eine Falle? An meinem Stuhl. Aber anscheinend keine tödliche. Ich bin ein Sis, wir sind nicht so leicht klein zu kriegen. Ich habe diese Konferenz nochmal eingerufen, weil anscheinend ein Spion unter uns war. Ist es keinem von euch aufgefallen? Nein, mein Lord. Die Fotos gemacht hat. Wurden die Fotos analysiert? Was wurde fotografiert? Jawohl. Bilder unserer Ausstattung von unserem allgemeinen Stützpunkt und einige Bilder der Rebellion. Bilder von der Rebellion. Jawohl. Jam, jam, das klingt sehr interessant. Sie sind so widerlich. Essen Sie da gerade den Rebellen? Haben wir Bestätigung, dass es ein Rebelle war? Schmeckt zumindest. Sie tragen auf jeden Fall die Uniform auf diesem Foto. Lord, ich möchte nicht nur meinen Kannibalen sitzen, da ich meinen Platz ändern. Ja. Und es gibt bei der Rebellion einen ähnlich kleinen, oder es gab einen ähnlich kleinen Menschen. Herr Saboteur, die letzten Worte des Gefangenen? Iss mich nicht. Die davor! Tu das nicht? Die letzten, die einen Sinn ergeben und nicht nur betteln und flehen um sein Leben sind. Er wird uns niemals verraten, woher er kam. Hat er überhaupt irgendwas ausgespuckt, was nützlich ist? Leider nicht. Es gilt, die ganze Basis zu kontrollieren. Da jetzt hier eine Falle entdeckt wurde, bewegt euch vorsichtig durch das Gebäude. Alles absuchen. Wundere mich, dass keine. Ich bin immer eine Armlänge voraus. Zum Glück habe ich einen neuen Arm. Was faseln Sie? Ich werde darauf achten. Ich bin immer eine Armlänge voraus, um ihn zu entdecken. Deswegen bin ich hier im Konferenzraum direkt in eine Falle gelaufen. Ich habe auch jetzt erst die Arme erhalten. BBA? Okay, wenn die Umgebung. Shadow, analysiere die Gegend. Haben wir noch Star? Ah, ja. Packen Sie bitte die Leber aus meiner Küche. Die Leber behalte ich meine Hand. Welcome aboard. AWM activated.
Was ist da mit dem Mechs? Zumindest hat er uns hier repariert. Und die Umgebung weiter. Wir müssen noch den Baby schauen. Dem jungen Schafzahn geht es gut. Er hat es geschafft, die zu reparieren. Nun, feuerbereit ist keine. Naja, er hat sich wahrscheinlich dabei gedacht, wenn er Waffen einbaut, könnten wir damit die Rebellion überrennen. Defekt scheint er auch nicht gewesen zu sein. Wie schießt man mit dem Ding? Dieser hier ist feuerbereit. Kann sogar Ziele mit dem Ding. Wow. Dieser Droide hat schon noch was dabei. In seinem. Er ist nicht funktionsfähig. Wir können ihn wegparken. Nur Nummer 3 ist funktionsfähig. Aber hat er auch gesagt. Ich habe eine Instandsetzungsliste. Wir müssen unbedingt zu den Luftschiff. Hast du schon Kontakt von Herrn Sky? Nein, ich habe noch keinen Kontakt. Versuch mal Kontakt aufzunehmen. Die Aufzucht funktioniert von den Schafzähnen? Ja, sie funktioniert. Hören Sie mich? Bis jetzt haben wir aber nur ein Jungtier. Herr Sky? Benötigt Futter. Ich könnte ihm etwas herstellen. Mein Lord, auf den Abwehrstellungen habe ich jetzt nichts Auffälliges gefunden. Keine weiteren Fallen, okay. Ja, Sky scheint nicht anwesend zu sein. Ja, sehr sonderbar. Thank you.
Wie läuft die Produktion der Bomben? Sehr gut. Die Waffenproduktion muss unbedingt hochgefahren werden. Munition, Rüstung. Wir werden sehr viel brauchen, wir wurden gewarnt. Ich kenne mich leider mit der Beschaffenheit der Munition und jetzt halt in des Weiteren nicht aus, mein Lord. Captain Passmann müsste sich der Sache annehmen. Dumptrupp, haben Sie noch etwas Droidenöl? Droidenöl. Jawohl, habe ich. Pass mal. Jawohl, mein Lord. Die Produktion von Rüstung, Blastern und Munition hochfahren. Sie wissen doch, wir wurden gewarnt. Wir haben Baupläne für eine sehr gute Waffe, die unsere Sturmtrupplern sehr gut nützen würde. Jedoch haben wir nicht die Ressourcen und können trotz der können trotz des Bauplans es nicht hinkriegen, diese Waffe nachzubauen. Was fehlt uns? Die Kenntnisse. Aber die anderen Dinge können Sie herstellen. Sturmtrupplerrüstung. Ja, obwohl uns auch hier wahrscheinlich die verbesserten Rüstungen des Luftschiffs mehr nutzen würden. Und bei der Munition müssen wir auch auf dem Luftschiff wieder die Munition tauschen. Das heißt, Dinos beladen. Jawohl, mein Lord. Noch haben wir kein Signal erhalten. Mein Schüler funkt bereits mit Herrn Sky, aber kriegt keine Rückmeldung. Es ist auch bald der Zeit für den Kryo-Schlaf. Wir könnten vielleicht ein paar der Kreaturen beladen, damit wir beim nächsten Mal schnellstmöglich los können. Sie haben recht. Am besten die Kilo. Am besten. Ja, ich werde das Tier vorne hinstellen, welches wir beladen sollen. Dein Horny wird benötigt. Wir stellen alle Tiere bereit, die wir zum Transport brauchen. Wir brauchen unbedingt Kontakt mit Herrn Sky. Aber der Kryo-Schlaf setzt auch schon wieder bald ein. Würden wir diesen Kontakt dann nicht erst danach aufnehmen? Ja, aber die Tiere könnten man ja schon bereitstellen.